Hallo zusammen, heute geht es mal wieder um einen Urban Sketch und zwar eine Situation aus einem Café und Tipps dazu und Tricks, auch natürlich wie man Gesichter schnell und optimal zeichnet in unserem aktuellen Buch Genial Zeichnen Porträt. Und alles weitere rund um unsere Kurse natürlich auf unseren Seiten oder auch auf unserem Instagram-Kanal. Und hier geht es auch schon sofort los. Wir skizzieren die Situation mit dem Bleistift leicht vor. Da geht es wirklich nur um die groben Konturen und machen dann alles andere als Ausarbeitung mit einem Pinsel-Tuschestift. Natürlich auch hier, wie immer, die richtigen Proportionen beizubehalten, darauf zu achten, dass das alles stimmig ist, damit das Ganze auch bestmöglich zusammen harmoniert. Und dann kann man auch schon sofort das Ganze weiter ausarbeiten. Im Urban Sketch ist natürlich ideal, wenn man unterwegs skizzieren möchte, einfach mal ein kleines Skizzenbuch mit und immer wieder zeichnen. Das ist etwas sehr Entspanntes. Wir lieben es sehr und ihr könnt das auch genauso bei uns in unseren Kursen lernen. Vor Ort, online, als Online-Coaching-Kurs. Schaut einfach auf unseren Seiten und da werdet ihr bestimmt das passende Angebot für euch finden. So, und hier haben wir uns einfach für einen Marker entschieden, mit dem wir ganz grob das jetzt hier beginnen und skizzieren dann die Schattenbereiche. Das ist erst einmal wichtig, um richtig zu wissen, wo Licht und Schatten ist. Und wenn man genau hinschaut, erkennt man schon eigentlich so die Situation. Jemand mit einem Arm anhebend, Tisch und jemand, der sich ein bisschen stützt. Und das auch zu erkennen, mit solchen Techniken zu arbeiten, das ist unser spezieller Urban Sketching Kurs, wo wir euch solche Techniken perfekt näher beibringen. Und hier auch, wie gesagt, der Griff jetzt zum Tusche-Pinselstift, womit wir das jetzt ganz locker ausarbeiten. Da schauen wir auch, dass wir die Porträts nicht zu detailliert machen, aber auch nicht zu extrem ausgearbeitet. Ganz einfach ein entspannter Herr, der runterschaut auf sein Smartphone, auf Notizzettel und dementsprechend dann auch die Haltung sehr entspannt. Und das lässt sich mit diesem Pinselstift eigentlich wunderbar erzeugen. Da sieht man eigentlich, wie die Proportionen ausgearbeitet werden. Man kann leichte Striche, aber auch kräftige Striche zeichnen und dann daraus alles entwickeln. So, und hier auf der anderen Seite die Dame ebenfalls, die schaut runter, hat wahrscheinlich auf dem Schoß etwas liegen und liest gerade. Und das ist auch einfach mal erst ganz grob aufskizziert. Und ihr seht, es geht darum, die Situation einzufangen. Das hat jetzt ganze mal 7 Minuten hier gedauert. Und ihr müsst euch nicht, wie gesagt, im Detail verlieren. Das geht natürlich auch, wenn ihr das möchtet. Aber das, was wichtig dabei ist, eigentlich so die Schnellskizze. Wir machen es jetzt relativ langsam, aber mit einer Schnellskizze vor Ort, irgendwo, wenn man etwas beobachtet, geht das auch sehr, sehr, sehr schnell.
So, und auch hier. Arme nochmal angedeutet. Der Schal. Und die Fläche dann noch einmal. Also ihr solltet schon gut lernen und wie gesagt, das können wir euch sehr einfach beibringen. Wir sehen immer in unseren Online-Kursen, Online-Coaching-Kursen auch, wie schnell die Erfolge sich einstellen. Das ist immer sehr, sehr schön zu sehen und das macht es eigentlich am Ende auch aus, wenn es wirklich zu sehen ist, wie solche Skizzen entstehen. Einfach nur beobachten, Licht und Schatten richtig einsetzen, Stoffe zu zeichnen, wissen, wie Stoff aussieht, wie Stoff sich verlässt und daraus können dann die Skizzen entstehen. Und hier nochmal kurz Tisch nochmal angedeutet, die Hände auf dem Schoß liegend, etwas lesend. Einfach ein entspanntes Paar. Und wie immer in solchen Zeichnungen auch mal ein bisschen drumherum zeichnen, also nicht einfach das so stehen lassen. Wir zeichnen so ein bisschen den Boden, vielleicht nochmal ein Gebäude im Hintergrund, je nachdem, wie die Situation das erlaubt. Und das ist dann eigentlich auch mal sehr, sehr schön, wenn da irgendetwas auch passiert. Ja, und das war's. Das ist die schnelle Urban Sketch Skizze. Und wenn ihr das auch lernen möchtet, schaut auf unseren Seiten onlinekurse.akademiehoh.de oder auch natürlich direkt bei uns akademiehoh.de. Hier nochmal der Hinweis und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis bald, euer Akademie-Ruhr-Team.